Hallo und herzlich willkommen zurück zu Wasteland 2. So, jetzt gleich sind die beiden bösen Männer wieder dran. Ne? Wo ist denn der eigentlich? Hier. So, wohin kannst du noch nicht laufen? Da. Machen wir jetzt mal. Sehr schön, Ladehemmung, du kleiner Neger. Okay, jetzt haben wir echt mal Schwein gehabt. So, als erstes guck mal, den können wir wegknallen. Und das muss reichen. So. Er hier ist dran, ne? Und stellt sich dann jetzt einfach mal hier in Deckung. Das ist sowieso nicht. Verdammt. Einfach mal eine Seite drauflegen. Schade. Der verkriecht sich. Tieffeigeratte. So. Drei Schüsse kriegen wir gerade leider eh nicht hin. Ist echt ein Träumchen manchmal. Für die Rangers. Okay, dann bist du jetzt, glaube ich, fertig, mein Freund. 20. Muss ich jetzt echt den letzten Schuss dafür verschwenden? Ich glaube nicht. Der blutet doch eh, oder? Ach komm. Was weg ist, ist weg. So, du bleibst hier hinterhalt. Du rennst hierhin. Ich glaube, der wird schon wieder besser. Ein bewusstloser Charakter reagiert nicht und nimmt seine Umgebung nicht wahr. Er wird nach einiger Zeit sein Bewusstsein wieder erlangen. Dies kann von Chirurgen durch Anregung der Zirkulation. Aber, ja. Chirurg, ja. Würde gehen, aber. Will ich gerade gar nicht. Wir laufen erstmal hier hin, denn wir müssen noch den anderen dicken Buben hier gerade mal fertig machen. Komm, du rennst jetzt einfach mal nach hier oben. Da ist eine größere Trefferchance. Jetzt ist er dran. Halt auch nicht mehr so viel. Der Schisser rennt wieder hoch. Gute Idee von dir. Auf jeden Fall. Manchmal, ne? Es ist manchmal echt traurig. So, dann gehen wir mal hier hin. Es war fast klar. So, 9 Stück. Das heißt, wir könnten. Nein, können wir nicht. Okay, dann gehen wir nach dort. Schießen zweimal. Es will mich verarschen, oder? Ja, dann geht halt wieder in Deckung. Wäre auch zu schön gewesen. Na, wenigstens kriegen die das auch, ey. Zum Glück endlich mal ein bisschen Genugtuung. So, 10 Stück, das heißt, wir können nach hier hingehen. Können uns hinhocken.
100%, 78%. Welcher ist denn zuerst dran? Der hier unten. Gibt es nicht. Es gibt es nicht. Ja, halt die Fresse. Ich will dich nicht. Ich glaube, ich sollte dich einfach das nächste Mal wirklich sterben lassen. Einfach so. Das war's schon, danke. Na komm, lauf dahin. Was hast du jetzt schon wieder für ein Problem? Willst du nicht? Danke. Der wird jetzt wahrscheinlich volle Kanüle den Scotchy angreifen, aber der kann das, glaube ich, ab. Ja, vor allem, wenn er Ladehemmung kriegt. Dann sowieso. Sicht ist blockiert, aber nicht auf den. Kopfschuss 63%. Kostet 6 und normal sind 4. Okay, es geht eh nur zweimal. Dann kann ich es auch wirklich probieren einmal. Nice. Okay, probieren wir es aus. Nein. Nein. Hallo, Kleiner. Ja. 100%. Na dann. Prozent, das sollte reichen. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir den da hinten irgendwie hinkriegen. Sichtblock hier, das ist natürlich jetzt sehr ärgerlich. Vergiss es. 84, Alter, wenn du den jetzt nicht triffst, ne? Das ist einfach sowas von unglaublich schlechter Scherz. Naja, immerhin. Immerhin. So, gehen wir mal nach hier hin. Was hast du jetzt? Eine 43%ige Chance. Probieren wir es mal aus. Ja, hat getroffen. Einer B. Dann streng ihn mal an. So macht man Schaden. Genau. So, wer ist jetzt dran? Jetzt ist Pille. Nachladen. Zwei Schuss hat sie noch. Jo, nice, haben wir es endlich geschafft. War ein heiter Fight, doch, heiter Fight. Boah. Jetzt können wir mal ganz kurz eben anfunken. Da können wir uns nämlich zweimal heilen, schon wieder dicke sparen. So, erstmal alle Ladehemmungen beseitigen, bitte. Und alles nachladen. Dann sammeln. Und dann darfst du erstmal wieder ein paar Pflaster verteilen, was ja auch ne, echt mal wieder dringend notwendig ist. Ich glaube, wir sollten echt ein bisschen aufpassen, was wir machen, weil das ist schon pretty. So geht es ein bisschen schneller jetzt, hoffe ich mal. Hier kriege ich ein großes. Sie kriegt auch ein großes. Sie kriegt ein kleines. Dann haben wir es auch. Erstmal dann speichern wir auf jeden Fall ganz schnell mal. Speichern, ja. Dankeschön. So, dann können wir ein bisschen anfangen zu durchforsten. Ein Scharfschützengewehr. Genau, wir wollten ihn ja sowieso noch mal ein bisschen equipped haben. Und das wollten wir eigentlich schon gemacht haben, bevor wir in den nächsten Kampf geraten sind. Aber das kam irgendwie so schnell auf schnell. Das war, wie das bei dem aussieht.
Noch ein Scharfschützengewehr, Scharfschützenmunition, der weiße Tod. Genau, das wollten wir ihm auch schon gegeben haben. Deswegen gucken wir es erstmal ins Inventar. So. Ihn hier. Wir haben viele verschiedene Waffen hier drin. Und die G34 ist tatsächlich schlechter. Das heißt, das ist auch alles Crap. Wir sollten jetzt echt als allernächstes mal wirklich anstreben. Plus 1 Glück, ja. Nee, tun wir mal beiseite. Oh, ist doch schick hier, die roten Schulterpolster. Die eisernen Schulterpolster sind noch was schicker. Tatsächlich gefiel mir die Militärjacke aber immer noch am besten. So. Aber den weißen Tod ziehst du auf jeden Fall an. Passt, glaube ich, auch zu ihr, genau. So, die M4 Karabiner brauchen wir gar nicht drüber reden. Benutzt du nicht? Oh, ein bisschen überladen, der Freund. Müssen wir ihr auch noch ein bisschen was in die Hand drücken. Und da müssen wir echt mal gucken, dass wir unser Zeug loswerden. Ganz, ganz dringend. Bevor wir irgendwas anderes machen, müssen wir erstmal Zeug abwerfen. Weil das wird hier gerade einfach zu viel. So sieht's gut aus. Da ist auch noch massig Platz drin. Da auch, da sowieso. Hier nicht mehr so viel. Und hier geht's auch noch. Gut, dann können wir auf jeden Fall hier noch ein bisschen weiter plündern. Den haben wir ja schon. Die haben wir. Weiß ich gar nicht, ob wir die haben. Oder hatten die einfach gar nichts? Nur die haben wir einfach mal dreisterweise gar nichts. So, das kriegt dann jetzt einfach mal. Wer hatte noch Platz gehabt? Ich glaube, sie. Sie hatte noch Platz. So. Auch auf sie. Munition und Crepe und das kommt dahin, das kommt dahin. Dann wollen wir mal ganz kurz eben den Alarm auslösen. Wobei könnte jetzt sogar funktionieren. Möglich. Ja, dann machen wir einfach so auf. Was haben wir denn da dran? Zahlenschloss. Kriegen wir wohl auf. Na komm. Wo auch immer die jetzt herkommen. Ich habe gerade absolut keine Ahnung. Und warte deswegen einfach mal. Oder? Nein, mich bekloppt, ich renne hier hoch. Die werden 100% von hier hinten irgendwo kommen. Hopp, 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 hopp. Oder was wird das? Die sind irgendwie geplatzt, oder? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Ich weiß nur, dass mir dieses nö, 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 nö ein bisschen auf den Hobel geht. Sehen tue ich hier zumindest nichts. Von daher. Da ist was. Chris Van Obeek. Oh, dann warten wir doch einfach mal ab. Drehen wir die Kamera mal ein bisschen nach hier hin. Das war, glaube ich, mal eine Top-Idee. Und dann beenden wir einfach mal den Zug. Und beenden wir mal den Zug. Und beenden wir mal den Zug. 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 So, da kommt dann nämlich angeschiemelt der kleine Wicht. Für die Ranger. Ja, würde ich auch so sehen. Kopf. Schusswahrscheinlichkeit auch von 93% auf den. Gefällt mir. Vielleicht nochmal Kopfschuss. Das war Venno Bake.
So, aber weiter gibt es hier noch nichts, ne? Das heißt, wir können noch den Hinterhalt vorbereiten. Oh, das wird passen. Hinterhalt? Hallo? Ist natürlich schön, dass wir jetzt quasi von hier hinten drankommen. So, den auch noch dran und dann sage ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Wasteland 2. Auch dann wird der nervige Alarm noch ein bisschen weitergehen. Aber naja, man kann es nichts machen. Dann werden wir aber das Lager hier schon ziemlich weiträumig ausgeräuchert haben. Und naja, dann sehen wir weiter. Dann skillen wir vor allen Dingen erstmal. Also, bis denn. Tschüss.